Das Dirigieren ist aber auch wieder ganz was anderes als das Spielen eigentlich, weil da muss man doch so viele Leute führen auch und so doch ein gewisses Charisma haben, stelle ich mir vor, dass man da auch anerkannt wird als Dirigent, von das immer mit großen Orchestern auch gespielt, dass ich dir was sagen darf oder so. Ist das immer problemlos verlaufen für dich? Nein. Nein. Nein, nein. Der Karajan hat das so schön gesagt: 10 Jahre lang muss man vom Orchester lernen, bevor man dem Orchester etwas geben kann. Und das ist vom Prinzip her sehr richtig. Also, Dirigieren ist eine Sache, das wird überschätzt und unterschätzt. Also eigentlich, also wacheln kann bald jemand, ja, und da gibt es diverse Figuren, die sich halt hinstellen und wenn sie ein gutes Orchester haben, kann da nicht viel schief gehen, könnte man sagen. Aber es kann ein Dirigent natürlich aus einem Orchester unglaublich was machen oder eben nichts machen. Also das heißt, das ist eine unglaublich ambivalente Sache und dass der Dirigent so ein Star geworden ist, ist ein bisschen anachronistisch. Also irgendwie hat sich das verselbstständigt, ja, dieses Dirigieren. Das war ja ursprünglich, war es der Konzertmeister oder derjenige, der am Cembalo saß, der einfach den Takt angegeben hat, das Tempo angegeben hat und aus. Die Musiker waren so gescheit und haben gewusst, wann man laut und leise spielt. Und das ist alles von selbst gegangen. Das war in der Barockmusik bis in die Klassik hinein. Da war aber natürlich auch die Komposition selbst noch wesentlich klarer und selbstverständlicher zu verstehen. Und die Kompositionen sind komplexer geworden. Und dann war irgendwo der Punkt erreicht, wo der Karl Maria von Weber hat als erster mal einen Taktstock in die Hand genommen, sonst hat man mit dem Geigenbogen dirigiert oder vom Cembalo halt mit der Hand gewachelt, in die Hand genommen, um wirklich das Orchester anzuleiten. Und dann kamen diese Dirigentenpersönlichkeiten wie Wagner, Mahler und Richard Strauss und so. Und da hat man dann schon gemerkt, dass da etwas Besonderes entsteht, wenn jemand Besonderer dort steht, nicht? Und dann hat sich das abgehoben von den Komponisten und von den aktiven Musikern und dann sind die nur Dirigenten entstanden, nicht? Das, was heute üblich ist, nicht? Und da gibt es dann, das habe ich schon im Studium gemerkt, wirklich Leute, die glauben, sie brauchen von Musik nicht viel verstehen, aber es ist toll, wenn man da vorne steht und so tut, nicht? Aber die Frage ist sehr richtig gestellt. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und das ist für mich so schön, weil als Pianist bin ich sozusagen in Einzelhaft, nicht? Da bin ich nur mit mir beschäftigt, mit meinen Noten und da könnte man irgendwie im schlimmsten Fall auch vereinsamen, irgendwie nicht. Es gibt auch Kammermusik, Liedbegleitung etc. Aber der Solopianist ist ein sehr einsamer Mensch. Und wenn ich jetzt dirigiere, dann habe ich das Gegenteil. Dann habe ich unglaublich viele Menschen um mich und da kommt es wirklich darauf an, dass ich auf die Menschen eine gute Wirkung ausübe und etwas Gutes auslöse, dass ich auch ein Kommunikator bin und dass ich aber auch diesen Menschen ausgeliefert bin. Ja? Das heißt, beim Klavierspielen, beim Orgelspielen, da bin ich für jedes Detail selbst verantwortlich. Da kann ich mich freuen und ärgern über mich selbst. Ja? Aber wie es dann wird mit dem Orchester? Das hängt absolut nicht nur von mir ab. Das heißt, ich bin abhängig. Und das muss man auch einmal kapieren und im Kopf haben, wenn man arbeitet. Und wie gesagt, diese Diskrepanz dieser zwei extrem verschiedenen Berufe, das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert und immer wieder neu mit Freude und Motivation erfüllt.